Ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers, weil ich eine Supersportler fahre und Supersportler fahren liebe. Und ich sag's immer wieder, Supersportler fahren ist einfach geil. Vor allem hier, eins meiner Traumbikes, einfach die R1. Das ist halt einfach mein Ding. Aber ich habe auch Erfahrung im Nakedbike-Bereich. Mein allererstes Motorrad war ein Nakedbike. Das war eine 125er Duke. Die hatte ich zwar nur 2 Monate, weil ich dann einen Unfall hatte. Ich hatte aber auch noch ein anderes Bike und das war eine Z1000. Das ist noch gar nicht so lange her. Die hatte ich eine ganze Saison. Und auch wenn ich ein vollkommener Verfechter von Supersportlern bin, finde ich, sind Naked Bikes einfach die besten Motorräder. Zum einen liegt ganz klar auf der Hand, sie sind angenehm zu fahren. Die Sitzposition ist ultra bequem, zumindest bei den meisten. Es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen ist die Sitzposition auf einer Naked Bike einfach der Hammer. Ohne Scheiß. Man sitzt ziemlich aufrecht, man hat nicht so viel Gewicht auf den Handgelenken, man sitzt nicht so aggressiv drauf, man kann halt einfach ganz entspannt drauf sitzen. Die Beine sind nicht so krass angewinkelt wie auf der Supersportler, weil die Fußrasten etwas niedriger sind in den meisten Fällen. Es ist einfach ein entspanntes Fahren. Man kann halt einfach ganz chillig durch die Gegend cruisen, ohne irgendwelche Rückenbeschwerden, ohne irgendwelche Handgelenksbeschwerden, whatever. Dazu kommt, dass du im Nakedbike-Bereich wirklich alle Leistungsklassen vertreten hast. Es geht bei 125ern los. 125er, 15 PS, sind jetzt nicht unbedingt die schnellsten Motorräder, aber zumindest eine sehr kleine Leistungsklasse vertreten. Da gibt es die MT-125, da gibt es die 125er Duke, da gibt es die Z-125 von Kawasaki, das gleiche gibt es dann auch nochmal von Suzuki, Honda natürlich auch, alles. Das gibt es natürlich auch im 50er-Bereich, ganz klar, Naked Bikes, logisch. Dann geht es weiter mit den ganzen 300er-Modellen, 400er-Modellen, dann gibt es die ganzen Mittelklasse-Naked Bikes mit 700, 800, 900 Kubik und dann gibt es natürlich die ganz krassen, wie zum Beispiel die 1290er Super Duke oder die MT-10 oder die GSX-S 1000, alles. Alle Leistungsklassen sind vertreten. Auch die Tuono zum Beispiel von Aprilia, die V4, wirklich alles. Wenn du ein Naked Bike willst, hast du volle Auswahl. Im direkten Vergleich zu den Supersportlern ist das halt nicht so. Ja, ich weiß, die CBR 650R ist angeblich eine Supersportler. Nein, Freunde, ist sie nicht. Eine CBR 650R zum Beispiel ist eine Sporttourer. Genauso, und ich weiß, damit werde ich viele vor den Kopf stoßen, aber es ist einfach Fakt. Und es regt mich auf, dass so viele das nicht verstehen. Auch die Aprilia RS 660 ist eine Sporttourer und keine Supersportler. Auch wenn sie brutal aggressiv aussieht, ist die RS 660 absolut keine Supersportler. Supersportler gibt es in genau 2 bzw. 3 Klassen. Da gibt es die 600er Modelle, CBR 600 RR, Suzuki GSX-R oder Yamaha R6. Und dann gibt es dann noch die 1000er. R1, GSX-R 1000, ZX-10R, Ducati ist da ein bisschen außen vor, weil Ducati immer größere Motoren baut, aber so viel Auswahl hast du bei den Supersportlern nicht. Und Supersportler haben nun mal sehr viel Leistung. Die gibt es nur mit sehr viel Leistung. Es gibt keine 400er Supersportler. Supersportler gibt es natürlich auch noch im 125er Bereich, das sind aber die wenigsten. Das ist einmal die Yamaha YZFR 125 und die KTM RC 125. Aber das war's. Es gibt keine 300er Supersportler, es gibt keine 400er Supersportler, es gibt keine 500er Supersportler. Man ist da sehr beschränkt, sehr beschränkt. Und wenn jemand den A2 zum Beispiel macht, gibt es für dich keine Supersportler. Gibt es nicht. Die A2-Regelung ist leider nun mal, dass du ein Bike, was mehr als 96 PS hat, nicht fahren darfst. Egal ob gedrosselt oder nicht. Ja, du darfst nur mit 48 PS fahren, aber das Bike darf ungedrosselt nicht mehr als 96 PS haben. Und es gibt keine Supersportler, die ungedrosselt 96 PS oder weniger hat. Die haben alle mehr. Ja, die 125er. Aber du willst mir nicht erzählen, dass wenn du ein A2 machst, dir eine 125er kaufst. Zum anderen, dadurch, dass du so wahnsinnig viel Auswahl hast, hast du auch sehr viel Auswahl bei der Ausstattung. Typisch für Naked Bikes ist es einfach, dass sie nicht so wahnsinnig viel Technologie wie Supersportler haben. Supersportler mit der Slide Control, mit der Wheelie Control, mit der gut Traktionskontrolle natürlich auch. ABS selbstverständlich, müssen sie ja mittlerweile alle haben. Das Ganze. Bei den meisten Naked Bikes hast du das nicht. Bei den meisten Naked Bikes hast du standardmäßig ABS und ab und zu noch Traktionskontrolle. Und das war's. Das war's. Wenn du also wirklich ein Purist bist und sagst, du willst absolut keine Assistenzsysteme, egal ob du sie ausschalten kannst oder nicht, du willst sie einfach nicht. Hast du bei Naked Bikes extrem viel Auswahl. Supersportler sind mittlerweile so voll mit Technologie und du kannst keine Supersportler kaufen, die wirklich nichts hat, gibt es nicht. Die alten natürlich, klar, aber ich rede jetzt von aktuellen Motorrädern, neuen Motorrädern. Das sind halt einfach die Trends. Dahin geht's. Dazu kommt natürlich auch, dass du bei der Naked einfach nicht so viel Verkleidung hast. Du siehst was vom Motor. Du siehst generell was vom Motorrad. Supersportler, klar, wegen Aerodynamik müssen einfach sehr viel Verkleidung haben. Klar, die dürfen keine Luftverwirbelungen haben,
das muss einfach so aerodynamisch perfekt sein, wie nur möglich. Das Problem ist aber, wenn es dich dann mal schmeißt oder lass das Ding halt einfach nur umfallen. Stell dir vor, du hebst es irgendwie vom Aufboxständer und hast sie nicht richtig und dann fällt sie um. Bei der Supersportler wird das fucking teuer. Bei der Supersportler hast du nämlich die ganze Verkleidung und die ist dann verkratzt. Und die müsstest du dann rein theoretisch ersetzen, wenn du das möchtest. Hast du bei der Naked nicht. Wenn du bei der Naked diese, ich weiß es leider nicht, wie es heißt, diese Stempen hast, also die am Rahmen befestigt werden, so wie ich sie hier habe, hier, das da meine ich. Wenn du die hast, dann passiert da nicht so viel. Vielleicht ist mal der Spiegel im Arsch und der Handgriff und vielleicht die Fußrasse. Aber das war's auch schon. Bei der Supersportler musst du die ganze Verkleidung teilweise ersetzen auf der Seite, wo sie hingefallen ist. Und so eine Verkleidung ist sauteuer. Anderer Punkt, warum das besser ist, eine Naked zu fahren, ist, wenn du irgendwas schrauben willst, wenn du irgendwas am Moped machen willst oder musst. Bei der Supersportler musst du erstmal die ganze Verkleidung überhaupt abbauen. Und wenn du jetzt, so wie ich, technisch wirklich absolut unbegabt bist, dann kann das schon zu einer Herausforderung werden. Ich sag's euch, Freunde, ich weiß, ich habe das Ding jetzt fast anderthalb Jahre, ich weiß immer noch nicht, wie man die Heckverkleidung auseinander nimmt. Aber da geht's erst los. Naked Bikes sind auch generell einfach anfängerfreundlicher. Naked Bikes sind vom Aufbau her nicht so hoch. Sie sind halt einfach niedriger. Die Sitzposition ist niedriger. Das heißt, das eignet sich auch sehr, sehr gut für etwas kleinere Menschen, so wie mich. Ich gebe mich halt einfach damit jetzt zufrieden. Ich meine, das Ding ist fucking hoch und ich komme nur mit den Zehenspitzen auf beiden Seiten runter. Aber es funktioniert. Besser vom Stand würde es mir aber auf einem Naked Bike gehen. Und so ist es. Gerade wenn du Anfänger bist, ist eine Naked perfekt für dich. Absolut perfekt. Du hast einen sicheren Stand und du kannst das Ding auch relativ easy rangieren, weil du einen sehr breiten Lenker hast. Und nicht so schwer sind sie natürlich auch. Es ist nicht so wahnsinnig viel an der Naked dran. Wo soll das Gewicht dann herkommen? Ja, da ist kein Gewicht. Die sind immer leichter. Ich kenne sehr, sehr wenige Naked Bikes, die schwerer als 190 Kilo sind. Die allermeisten Supersportler wiegen 200 Kilo oder mehr. Und in Verbindung damit, dass ein Supersportler eine sehr hohe Sitzposition hat, kann das zu Problemen führen. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, der Lenker ist sehr, sehr breit und damit wird das Rangieren einfacher. Aber nicht nur das Rangieren, sondern auch das Fahren an sich. Bei einer Naked Bike machst du sehr viel über den Lenker. Du fährst sehr viel mit dem Lenker. Anders als bei einer Supersportler. Bei der Supersportler fährst du über Gewichtsverlagerung. Wenn du eine Kurve fährst, lenkst du nicht in die Kurve. Nein, du legst das Bike einfach nur rein. Durch den breiteren Lenker wird auch, wie schon gesagt, nicht nur das Rangieren erleichtert, sondern Naked Bikes haben auch die Eigenschaft, einen sehr viel kleineren Wendekreis zu haben, weil man den Lenker einfach mehr einschlagen kann. Fragt mich jetzt nicht, wieso das technisch so ist, wie es ist. Wenn du also irgendwo umdrehen musst, hast du es auf einer Naked sehr viel leichter. Sehr viel leichter. Auch das ganze Sozius- und Beifahrerfahren ist auf einer Naked extrem einfacher. Sehr viel einfacher. Denn Supersportler haben nun mal die Eigenschaft, die haben so an sich, dass das Heck sehr, sehr hoch ist. Und dass das auch nicht niedriger wird. Das Problem ist, dass da hinten irgendwo auch noch ein Sozius hin muss. Also haben die meisten Supersportler erstens winzige, winzige Sozius-Sitzbänke, die dann auch noch kaum gepolstert sind. Eigentlich null. Das ist Kunststoff mit ein bisschen Kunstleder überzogen. Plastik, das war's. Und der Sozius sitzt auf einer Supersportler sehr weit oben. Das ist Kacke für den Fahrer. Erstens, weil das ganze Gewicht vom Sozius auf dir lastet. Gerade wenn du jetzt eine kleine Freundin hast, sage ich mal, die kommt mit den Händen nicht an den Tank so richtig. Die kann sich am Tank nicht so richtig abstützen. Also dann hängt die voll auf dir drauf. Das heißt, du hältst dein Gewicht und das Gewicht deiner Freundin oder von demjenigen, der halt hinten drauf fährt. Und das ist für beide unbequem. Bei einer Naked ist das anders. Bei einer Naked ist der Sozius-Sitz meistens auf der gleichen Höhe und wenn nicht, dann nur einen Ticken weiter oben als der eigentliche Fahrersitz. Sehr, sehr angenehm für beide Parteien. Deutlich angenehmer. Und was ich auch gestehen muss, auch wenn ich optisch Supersportler ultra geil finde, können Naked Bikes um einiges krasser und brachialer als Supersportler aussehen. Naked Bikes mit krass breitem Lenker und Highsider-Spiegeln, diese Lenkerenden-Spiegel, dann noch mit einer geilen Farbkombination, das sieht dann einfach brutal aus. So eine 1290er Super Duke zum Beispiel ist ein absolutes Gerät. Das Ding ist eine Macht. Das ist natürlich immer Geschmackssache, ganz klar. Ich spreche jetzt nur von mir. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Aber ich glaube, da wird es vielen so gehen wie mir. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich vom heutigen Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.